Hallo zu einem neuen Video auf den Vectix-Kanal. Heute, ich bewerte eure Setups, Part 6. Der letzte Part, in dem wir Setups bewerten, wo nicht von dem Formular kommen. Ab nächsten Part nur noch hochwertige Bilder von Setups. Freut euch darauf, der nächste Part wird wahrscheinlich in 2 Wochen folgen, also seid gehypt auf heute. Heute mein Special-Part, der letzte nämlich für den alten, habe ich diesmal 6 ganze Setups dran gebracht. Aber ich würde sagen, wir reden gar nicht mehr lange drum rum, wir starten direkt mit dem ersten Setup rein. Dieses Setup beim ersten Blick auf jeden Fall finde ich recht nice. Auf jeden Fall mein Geschmack trifft es voll. Was ich in dem Setup liebe, sind diese Nanolinks über dem Bildschirm, passen perfekt dorthin. Genauso wie PC, ist klein, clean und fügt sich sehr gut in das Setup ein. Wie er beschrieben hat, zockt er nicht direkt auf dem PC, sondern eher auf der PlayStation, weil er hat eine Lidl-Tastatur nur fürs Aussehen. Der PC auf jeden Fall lässt sich recht gut sehen. Ich fühle ihn auf jeden Fall. Würde ich mir auch hinstellen, wenn ich so ein Setup hätte und der passt einfach direkt dorthin. Nebendran hat er noch so eine Ladestation, so eine Apple Watch, AirPods und wahrscheinlich auch noch für sein Handy. Ich bin mir nicht sicher, was es hier beim Setup macht, aber den Hintergrund, also dieses Muster hinter seinem Bildschirm, fühle ich übelst, da wo die Nanoleafs drauf sind. Die Nanoleafs irgendwie die perfekten Farben für dieses Setup. Insgesamt passt alles direkt zusammen und der Tisch soll auch sehr teuer sein. Der sieht auch sehr stabil aus. Nur würde ich sagen, ein bisschen zu klein von der Beinfreiheit her, aber es ist immer noch seine Sache. Er hat natürlich auf Ehre gemacht und hat mir noch so eine Cinematic reingesendet, die hier gerade im Hintergrund abgespielt bekommt. Aber ich würde sagen, wir machen direkt weiter mit dem zweiten Setup. So ein Setup habe ich direkt an mein altes denken müssen vor 8 Monaten hier im Bild eingeblendet, wo ich das Setup noch hier hinten stehen hatte. Die Monitorenordnung finde ich auf jeden Fall richtig nice. Direkter Verbesserungsvorschlag hier auf jeden Fall die Kabel in einen Kabelkanal führen und nicht direkt so runterhängen lassen. Oder eigentlich hier geht direkt neben PC reinführen, sieht man kaum und sieht viel cleaner aus. Ich finde die Akustik-Schaumstoff-Matten haben was, dass das nur so eine Reihe ist, aber meiner Meinung nach können die auch komplett die Wand eindecken. Tut auf jeden Fall den Raum dann gut füllen damit. Auf der anderen Seite hatte ich hier eine Couch. Sieht auf jeden Fall richtig chillig aus, aber wo ich sie gesehen habe, was soll ich dazu nur noch sagen? Die LEDs, ich glaube, euch fällt das selber auf, die sind direkt angebracht. Also, dass die Punkte direkt euch ins Gesicht strahlen, sowas muss ich ehrlich sagen, fühle ich gar nichts und sehen meiner Meinung nach auch fast schlimmer aus als ohne LEDs. Wenn aber ich jetzt zum Beispiel so ein Milchglas drüber macht, also so eine Leiste auch mal hier mal eingeblendet, dann kann auf jeden Fall die da noch sehr, sehr, sehr viel rausholen und wird richtig gut aussehen. Aber hat ein recht chilliges Zimmer, hier oben mit seinem Bett oder sein selbstgewassenen Playbutton, sowas fühle ich auch. Sein PC, würde ich sagen, ist nichts Besonderes, kann man sich geben, ein guter Standard. Er hat auf jeden Fall noch den Corsair Dominator RAM am Start, den ich auch richtig gut finde. Ich würde sagen, reden wir nicht lange drum rum und direkt zum dritten Setup. Setup hier. Perfekte Beispiel. Sorry, dass ich es ein bisschen hate am Anfang, aber die Bilder sind einfach viereckig, so hochkant aufgenommen. So ist auf jeden Fall, kommt in Zukunft nicht mehr dran. Werde ich auch nicht annehmen, wenn es mir eingesendet wird im Formular. Aber kommen wir jetzt mal zum Setup. Das Setup finde ich richtig gut, vor allem dieser lila Farbstil. Oben hat er sich noch so 3 Bretter hingebaut. Finde ich auf jeden Fall auch recht geil. Passt auch gut hin. Vielleicht noch so 3D-Panels hinten dran und zuschneiden. So Tastaturen, so 60% Tastaturen. Fühle ich so halb, aber ich finde auf jeden Fall große besser. Bei seinem Setup finde ich auch passt eine große mehr, weil er hat so einen langen Tisch, aber es ist ja seine Entscheidung, worauf er lieber spielt. Der PC auch recht geil, aber meiner Meinung nach nicht gerade das Top-Ding. Und ich finde auch ehrlich gesagt, die D&D-Gehäuse sind wirklich langweilig geworden. Früher wollte ich mal auch ein D&D-Gehäuse ziehen, aber ich finde es gut, dass ich es nicht getan habe, weil es gefühlt einfach jeder dieses Gehäuse hat. Wenn es mal ein besonderes auf den Markt kommt oder ich eins finde, würde ich es mir auf jeden Fall holen. Dieses Setup hier ist, glaube ich, heute das Setup mit am meisten Potenzial. Bei diesem Setup finde ich eine Sache wertet sehr, sehr stark runter und das ist leider der Tisch. Der Tisch ist ein extra Gaming-Tisch. So Tische, meiner Meinung nach, fühle ich gar nicht. Der Rest vom Setup finde ich eigentlich recht geil, bis auf das Kabelmanagement. Wenn er sich einen langen Tisch holt, wie zum Beispiel ich, sollte er den PC auf jeden Fall auf den Tisch stellen, die Monitore anbringen,
die finde ich sehen richtig gut aus, dass er dreimal, glaube ich, denselben hat, weil die alle auf einer Ebene sind. Aber ich finde einfach, persönlich, meine eigene Meinung natürlich, dass es nicht so gut aussieht, wenn der Tisch viel zu klein ist für die ganzen Monitore und so auf Gaming-Style angelehnt ist. Ich finde auf jeden Fall so ein Tisch, so einen großen 80 cm, ist viel bequemer, viel mehr Beinfreiheit und hat nicht dieses Gaming-Feeling, weil das fühle ich beim Tisch überhaupt gar nicht. Seine Couch-Ecke finde ich auf jeden Fall aber im Gegensatz dazu richtig geil. Er hat hier Chips und alles rumliegen. Den Tisch, so einen Glastisch, habe ich mir auch überlegt zu ziehen. Aber ich denke mir nur, wenn ich hier im Hintergrund ich jetzt noch einen Tisch hinstelle, kann ich nicht mehr so schön zurückrollen. Deswegen werde ich mir auf jeden Fall leider keinen Tisch holen. Ich habe hier hinten so eine Bar hingebaut, wo ich auf jeden Fall immer die Getränke und die Chips hinstelle, wenn ich gerade mal welche friss und so. Sein Fernseher ist natürlich ein bisschen klein, aber wenn es ihm passt, dann passt. Cable Management, vielleicht noch ein Kabelkanal hin, der passt der Laden noch hier. Und bei seinem Hauptsetup, bitte, bitte, bitte das Cable Management verbessern. Auch bei so einem Tisch kann man das besser machen. Aber ich will einfach sagen, das Setup hier kann man noch so viel rausholen, weil der PC sieht auch richtig gut aus mit diesen RGB-Lüftern und dem Corsair RAM. Und das gesamte Zimmer hat einfach so viel Potenzial, weil es eigentlich so gut gebaut ist von den Wänden her. Aber man muss auch dazu denken, er ist 11 und dafür ist es ein ultra krankes Setup meiner Meinung nach. Dieses Setup hier, no front, aber es ist einfach so ein typisches jugendliches Setup. Natürlich kommen so welche natürlich auch im Video dran, weil jeder ist hier gern gesehen und kann nicht auch bewerten. Aber zwei Sachen fallen mir hier direkt ein. Viel cleaneres Cable Management bitte machen und deinen Monitor an die Wand, den nimmt doch nicht so viel Platz auf deinen Tisch weg und ist direkt an der Wand und sieht auf jeden Fall viel besser aus. Da hast du noch ein paar LED-Strips hinter dem Monitor, hinter deinem Tisch, der passt da noch hier. Vielleicht noch 3D-Wall-Panels im Hintergrund. Das wären dann alles Upgrades von, wenn es hochkommt, sage ich mal, 100 Euro. Und dein Setup sieht tausendmal geiler aus. Aber insgesamt, dein Setup hier ist für den Gebrauch recht chillig. Er hat hier ein Lenkrad für Racing Games. Die Tastatur hat da auch ein Freund von mir. Finde ich eigentlich auch ganz geil für den Preis. So. Der PC ist völlig ausreichend für die Games, die er wahrscheinlich zockt. Er braucht wahrscheinlich auch nicht mehr. Deswegen lohnt sich hier ein PC-Upgrade auch nicht. Vielleicht, wenn es gut kommt, vielleicht noch eine I.O., also eine Wasserkühlung. Aber das wäre auch schon ein guter Pluspunkt, wenn er so viel Geld hat. Schon wieder zum letzten Setup heute. Boah, das ging heute wieder richtig schnell rum, finde ich irgendwie. Ist auf jeden Fall dieses Dual Monitor Setup, eher Rot-Style gehaltenes. Ich finde es erstmal eng gehalten. Wir hatten nur vor kurzem ein Setup vom Freund, das auch sehr eng aussah, was wir geupgradet haben im Video. Hat, glaube ich, jetzt schon aktuell 480 Aufrufe. Checkt das auf jeden Fall ab. Link oben in der Infobox. Aber dieses Setup hier auf jeden Fall ist ein richtig angenehmes Setup, wo man so dran zockt in seiner Freizeit. Er hat hier eine Xbox und einen PC. Monitor auf jeden Fall. Erster Verbesserungsvorschlag mit der Monitorhalterung festmachen. Hinter den Tisch, hinter den Monitoren LEDs ranhauen. Das sieht auf jeden Fall viel geiler aus. Den PC, ich weiß nicht, ob das mit Absicht ist, aber wenn er direkt mir so vor den Füßen steht, kann ich mir so vorstellen, dass man es die ganze Zeit gegenhaut. Ich würde den, wenn dann, rechts auf den Tisch stellen, weil das passt bei ihm, glaube ich. Oder links daneben. Oder einfach das Beste, eine größere Tischplatte kaufen, weil wie ich sehe, da links daneben noch sehr viel Platz. Und das ist natürlich auch kostenspielig. Aber im Allgemeinen, recht geiler Setup, lässt sich auf jeden Fall dran zocken. Er hat dasselbe Audio-Interface als wie ich. Und für heute war es doch wieder schon mit dem Setup bewerten. Seid bei der nächsten Folge, Part 7 auf jeden Fall dabei. Wird noch viel qualitativer. Ich habe mir neue Layouts erstellt für alles. Also wird es noch viel hochwertiger. Ich denke, in 2-3 Wochen werde ich den Part rausbringen. Ich habe schon viele Einsendungen bekommen. Also wahrscheinlich ab sofort 5-6 Setups pro Part, also so 8-9 Minuten. Freut euch auf jeden Fall. Seid gehypt darauf. Ich würde sagen, wir sehen uns dann am Montag um 15 Uhr wieder. Bis dorthin. Und ich würde sagen, schönen Tag euch noch und tschüssi.